Willkommen zum dritten Teil. Es ist nicht erst das Christentum, welches im Römischen Reich zu einer gegenüber dem antiken Griechenland sehr viel zaghafteren Beschäftigung mit Mathematik beiträgt. Unbestritten wurden im Römischen Reich ganz wesentliche Fortschritte im Militärwesen, im Rechtswesen, in der Kunst und Literatur sowie in der Architektur gemacht. Gerade so architektonische Meisterleistungen wie das abgebildete Aquädukt oder der beeindruckende Kuppelbau des Pantheon in Rom bleiben für die etwa folgenden 1000 Jahre nahezu unerreicht und sprechen auch für nicht unwesentliche statische und geometrische Kenntnisse. Die Beschäftigung mit Mathematik um ihrer selbst willen wird aber, ganz anders als bei Plato und allgemein in der griechischen Philosophie, sehr, sehr skeptisch gesehen. Schauen wir uns mal einige römische Testimonials zur Bedeutung der Mathematik und Geometrie etwas näher an. Cicero schreibt, die Geometrie genoss bei den Griechen höchstes Ansehen, darum ist für die Mathematiker nichts bedeutender als die Geometrie. Wir, Römer, dagegen haben dieser Kunst eine Grenze gesetzt, von der ab das Messen und Schlussfolgern unnütz ist. Und an anderer Stelle heißt es, wenn diese Wissenschaft überhaupt einen Wert hat, dann doch nur den, dass sie die Verstandeskraft der jungen Leute ein wenig schärft und ihr gleichsam einen Anreiz bietet, damit sie das Wichtigere umso leichter lernen können. Nicht viel besser kommt die Geometrie bei Seneca weg. Dass die Sonne groß ist, wird dir der Philosoph beweisen. Wie groß die Sonne ist, der Mathematiker, der durch die Art der Anwendung und Übung zu einem Ergebnis kommt, doch um dieses zu erhalten, muss er bestimmte Grundlagen haben. Also der Philosoph ist der Wichtigere. Etwas später heißt es dann, soll ich am Staub, in den normalerweise die Figuren gezeichnet werden, hängen bleiben? Habe ich mich schon so weit von der gesunden Maxime entfernt? Gehe sparsam mit deiner Zeit um. Das, also die Geometrie, soll ich wissen? Und was soll ich dafür weglassen? In der Tat sind in Rom dann noch einige Klassiker der babylonischen und ägyptischen Vermessungskunde im Einsatz, etwa die bereits erwähnte Näherungsformel a plus c halbe mal b plus d halbe für den Flächeninhalt von allgemeinen Vierecken. Ihnen gibt das hier wieder die Möglichkeit, mal selbst herumzuprobieren und zu überlegen, für welche Vierecke haut das eigentlich exakt hin und wie schaut es sonst aus? Ich halte jetzt mal das interaktive Video wieder an. Sie können in GeoGebra etwas herumprobieren und dann klicken Sie anschließend auf Frage beantworten und es geht weiter. Aufgrund des Sinussatzes ergibt sich die auf der Folie abgebildete exakte Formel. Mit der Näherungsformel wird die Fläche daher für alle Vierecke überschätzt, die nicht lauter rechte Winkel haben. Denn nur wenn überall 90 Grad steht, wird der Sinus überall 1 und beide Formeln stimmen überein. Und sonst ist der Sinus immer kleiner, wird die Fläche also ein bisschen kleiner sein. In der Handschrift Kestoi, Buch 31 des Sextus Julius Africanus, findet man unter anderem folgende Methode zur Messung einer unzugänglichen Flussbreite. Jetzt müssen wir bei dem Bild links schauen. Von einem Punkt A wird normal zum Flussufer ein markanter Punkt C des Gegenufers anvisiert. Ebenfalls vom Punkt B, wo die Strecke AB parallel zum Ufer liegen sollte. Die Strecke AB wird halbiert, man erhält Punkt F, und der Punkt E wird so bestimmt, dass er sowohl auf der Linie BC liegt, wie auch wieder normal zu AB. F und D sind jetzt jeweils die Seitenmitten, deshalb sind dann die Dreiecke CDE und EFB kongruent. EF und CD sind gleich lang. Jetzt subtrahiert man von EF noch die Länge GD und dann hat man die Flussbreite. Eleganter und einfacher wäre es eigentlich mit dem auch schon bekannten den Griechen Strahlensatz gegangen, wie sie sich selbst leicht anhand der rechten Abbildung überlegen können. Um überhaupt einen nennenswerten römischen Gelehrten aufzuzählen, dem auch an der Pflege der Mathematik um ihrer selbst willen gelegen war, müssen wir uns bis beinahe ins frühe Mittelalter vorwagen, nämlich zu Boetius, Konsul in Rom, zum Zeitpunkt von dessen Eroberung durch die Ostgoten. Zu seinen Verdiensten um die Mathematik gehört es, wesentliche Teile der griechischen Mathematik in lateinischen Ausgaben zusammengestellt zu haben, die allerdings wieder nur in Teilen erhalten sind
und bei denen im Bereich Geometrie die Zuordnung zu Boethius zum Teil auch eher strittig sind. Von Boethius stammt die Bezeichnung Quadrivium für die vier mathematischen Wissenschaften Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Musiktheorie. Diese finden in den mittelalterlichen Kanon der höheren Bildung die sieben freien Künste oder Septem Artis Liberalis dann Eingang, welche noch durch dieses Trivium Grammatik, Logik und Dialektik als den Redekünsten ergänzt wird. Wir wollen Boethius hier nutzen, um einen Blick auf die von ihm in seinem Werk De Institutione Musica zur Hochform entwickelte pythagoräische Musiktheorie zu werfen. Diese greift insbesondere viele Überlegungen zu Proportionen des Nikomachos und dessen Verhältnisbezeichnung wieder auf, die benötigt werden, um konsonante und dissonante Tonharmonien zu bestimmen. Wir hatten ja bei Nikomachos schon kurz den Klang von 1, 2 Drittel und 1 Halb gehört. Erzeugen kann man diese Töne an einem sogenannten Monochord. Über einem Resonanzkörper wird eine einzelne Saite gespannt. Greift man jetzt genau die Hälfte ab, so entsteht gegenüber dem Grundton der insgesamt schwingenden Saite ein um eine Oktave erhöhter Ton. Das war schon Pythagoras bekannt, ebenso andere Intervalle, die man an so einem Monochord durch Teilen der Saite in ganzzahligen Verhältnissen, also in Proportionen, erzeugen kann. Leider habe ich jetzt privat kein so ein Monochord, aber auch dafür gibt es natürlich eine App, die wir gleich noch benutzen werden. Aber zuvor etwas pythagoräische Musiktheorie. Boethius übernimmt von Nikomachos die Bezeichnung Multiplex für ganzzahlige Vielfache, dazu gehört zum Beispiel die Oktave, Superpartikulares für Verhältnisse, wo eine Zahl um 1 größer ist als die andere, das wäre zum Beispiel bei der Quinte gegeben, und Superpartiens, wo eine Zahl um mehr als 1 größer ist als die andere, das wäre zum Beispiel bei 3 zu 5 oder 5 zu 3 für die große Sechste. Obacht, am Monochord kann man natürlich nicht 5 Drittel oder 3 Halbe greifen. Das liegt jetzt daran, dass die Verhältnisse hier genau falsch rum quasi aufgeschrieben sind, Gesamtlänge zu abgegriffene Länge. Das hat Gründe für die Ableitung dann von den Intervallen, das werden Sie gleich noch sehen. Als konsonant, also zusammen wohlklingend, gelten nun alle Töne, die sich mit multiplexen oder superpartikularen Verhältnissen darstellen lassen, in dem außerdem auch nur die Zahlen 1 bis 4 vorkommen dürfen. Daraus ergeben sich dann genau die Möglichkeiten Oktave 2 zu 1, Quarte 4 zu 3, Quinte 3 zu 2, Doppeloktave 4 zu 1 und die um eine Oktave erweiterte Quinte 3 zu 1. Das sind jetzt die konsonanten, also wohlklingenden Intervalle. Können wir ja mal ausprobieren, wie wohl die klingen. Gut, dann spielen wir mal die als harmonisch empfundenen Intervalle. Hier haben wir mal den Grundton. Jetzt spiele ich nochmal den Grundton und dann direkt dahinter die Quarte. Warum ist das die Quarte? 450 ist genau ein 3 Viertel mal 600. Hier haben wir die Gesamtlänge 600, hier die Länge 450. Jetzt den Grundton und die Quinte, die wir bei 400 haben, weil das 2 Drittel ist. Jetzt den Grundton und eine Oktave höher. Und jetzt den Grundton und die oktaverweiterte Quinte. Und nochmal den Grundton und die Doppeloktave. Und jetzt alle nochmal schnell hintereinander. So, und für die Pythagoreer klingt das hier, was Sie gerade gehört haben, harmonisch. Weitere Intervalle lassen sich dann durch Divisionen von Verhältnissen bilden. Zum Beispiel, wenn Sie von der Oktave eine Quinte abziehen, bleibt eine Quarte übrig. Das bedeutet, 2 zu 1 geteilt durch 3 zu 2 ergibt 4 zu 3. Oder, wenn Sie von der Quinte die Quarte abziehen, muss genau ein Ganzton übrig bleiben. Der wäre dann 9 zu 8. Es gibt allerdings ein Problem. Quinten und Oktaven sind nicht so ganz kompatibel. In moderner Stimmung wäre ein Intervall in 12 völlig gleich große Halbtöne unterteilt. Dann ergeben 12 Quinten exakt 7 Oktaven.
Bei der pythagoräischen Stimmung hat man bei 12 Quinten aber ungefähr ein Viertel Ganzton zu viel. Den nennt man auch pythagoräisches Komma. Beim wohltemperierten Klavier werden daher, zum Beispiel bei Johann Sebastian Bach, einige Quinten einfach ein kleines Stück vermindert, aber das ist eben erst mehr als 1000 Jahre später als bei Boetius. Warum blieben nun die Pythagoreer trotz diesem Problem, dass das da sich nicht ausgeht mit Quinten und Oktaven, bei dieser Unterteilung? Die Antwort ist auch hier, alles ist Zahl. Eine absolut gleiche Aufteilung der Halbtonschritte einer Notenskala, wie sie heute üblich ist, müsste auf irrationale Verhältnisse zurückgreifen. Und die waren bei den Pythagoreern eben noch nie sonderlich beliebt. Da hat auch der Eudoxos im Grunde nicht viel dran ändern können. Damit sind wir dann auch wieder am Ende. Ich sage auf Wiedersehen, Baba, bis zum nächsten Mal im Repetitorium oder wieder hier in Moodle oder, wenn Sie gar nicht an der Uni Klagenfurt studieren, hier auf YouTube.